Ja, doch, die 24 oder knapp 25 Minuten haben sich ja gelohnt. Leute, machen wir weiter mit Missionen, sollen wir Story weitermachen? Ich wäre dafür, wenn wir uns noch eine Mission antun würden, so just for the lulz. Missionen, was haben wir denn hier? Die Waffenentwicklung. Eine Horde außer Rand und Band. Was haben wir denn hier noch? Die Genesis-Horden. Auf der Materia-Jäger Zack. Ich meine, warum nicht? Die Markunite. Glück, Markunit. Was haben wir hier? Elektromagnet, bla. Geheimnisvolle Mail. Nee, das machen wir später. Das ma Hier, Geheimnis, die schöne Unbekannte. Geheimnisvolle Mail. Die möchte ich gerne am Stück mit euch machen. Die ist echt lustig, die Mission. Machen wir hier den Glück-Markuniten. Den machen wir noch schnell. Missionsstart! Okay. Also hinter uns ist nix. Dann let's have a look. Da hinten sehe ich eine Kiste. Was ist drin? Feuer! So, wo sollten wir lang gehen? Wir müssen links rum. Okidoki. Müssen wir auch hier lang? Scheint mir so. Hier ist eine Kiste. Und da ist der Boss. Okay. Medica! Gerade eben einmal verbaut, jetzt schon. Okay. So, die Bienchen werden auf jeden Fall schon mal futsch. Aua, das tut aber weh. Aua! Ihr Bitches. Die haben aber auch noch Reichweite. Geht mal sterben. Und nochmal ins Kreuz. Zack. Konflikt behoben. Zahlt mir ein Glück, Markuniten. Wer hätte das gedacht? So, meine Lieben, machen wir weiter. Man kann noch irgendwie den Blumenwagen für Aris, den kann man noch verbessern. Das weiß ich. Ich weiß gerade nur nicht wie. Also da müsste ich jetzt nachschauen und das wäre eine ziemliche Wühlerei. Ich schau mal eben, ob ich das Lösungsbuch zur Hand habe. La 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 la. Crisis Core Buch. Hier haben wir es doch. Wollen wir doch mal schauen. Der Einkaufswagen. Dum 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 dum. Hilfsmittel, Geschäfte, Monsterkatalog, 23 Wünsche. Dum 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 dum. 255. Schauen wir doch mal, ob wir da draus ein bisschen schlau werden. Neues Spiel, verfluchtes Spiel, bla. Zauberports, Schatten, seltsame Effekte, gewisse Pläne, bla. Ist natürlich jetzt eine schwere Frage. Wo ist das mit dem doofen Einkaufswagen? Ach, Blumen, Einkaufswagen, Blumenwagen mein ich natürlich. Lösungsweg. Ne, das sind für die Missionen. Wo war das denn mit dem doofen Blumenwagen, Kapitel 4, Kapitel 2, Kapitel 1, bla. Ach, hier ist der Anfang davon. Der Prolog, das interessiert auch einen Doofen. Digitale Bewusstseinswelle, da könnte man eigentlich auch mal eben reinschauen. So. Mal eben reinschauen. DBW. Odin ist komplett. Engil haben wir auch fast fertig. Sephiroth ist ziemlich weit fortgeschritten. Kaktor, Tombery ist fertig. Also alles in allem würde ich sagen, sind wir eigentlich schon relativ gut, ne? Also, wo ist denn der doofe Scheiß mit dem Einkaufswagen? Ach, ich sah schon wieder Einkaufswagen. Voila. Blumenwagen. Na, jetzt ist noch Kapitel 2, da kennen wir Eris noch nicht. Monster, ich glaube, hier lernen wir sie kennen. Tiefer nicht, der Loveless Chassé. Innere Platte. Traum eines Engels. Ah, hier. Glaube ich, oder? So. Nimm, 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 nimm. Etwas vergessen. Eine Chance, Aris zu imponieren. Ja, das haben wir ja.
Sprich dann halt bla. Wo ist das denn mit dem doofen Silber-Elite-Fanclub? Das interessiert mich null. Bewahre deine Ehre. Ja, die haben wir ja gerade fertig gemacht. Wir sind ja jetzt hier. Scheideweg. Die Scheide weg. Haha. Ja, sorry, Leute. Ach so, hier. Der süße Wagen. Zack kann Aeris durch Erfüllen der Mission und durch Hilfeleistung bessere Teile besorgen. Hast du bisher die Lösung befolgt und jede Mission bei Freischaltung erledigt, solltest du alles Nötige für den Bau des süßen Wagens haben. Wenn nicht, sieh dir die Voraussetzungen in der folgenden Tabelle an. Okay. Der Handwerker. Dann schauen wir doch mal. Gehen wir mal zurück. So, Missionen. Teilhandwerker, beende die Sicherheitsfeder. Haben wir gemacht. Fange 6 Wutai-Spione. Das müsst ihr dann irgendwo hier. Müsste ich mal gucken, ob ich das Ding habe. Utensilien sortieren. Automatisch so. Müsste dann irgendwas Wichtiges sein, oder? So, hier mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beende alle 6 Missionen dieser Rede nochmals mit ihm, um die Belohnung zu bekommen. Strandgut. Ja gut, machen wir das später. Bevor ich jetzt hier noch alles vertrödel, das wäre auch Käsewurst. Sprechen wir sie nochmal an. Ah, richtig. Ich werde hier nach den Blumen sehen. Okay. Ich glaube, sobald wir jetzt hier rausgehen, werden wir, glaube ich, von den Turks. Wenn mich nicht alles täuscht. Aber ich meine, mich täuscht ja so ziemlich häufig alles. Schauen wir mal Seite 71. Wer die komplette Lösung selber hat, kann gucken. Auf Seite 71 steht's geschrieben. Ah, Stuhl of Doom, falls ihr es mitbekommt, das ist mir schon das eine oder andere Mal gesagt worden. Man hört nichts von Stuhl of Doom, aber ich denke doch, dass es Stuhl of Doom ist. Wow. Nee. Wow, die halten aber ganz schön was aus. Ich bin stumm. Das gefällt mir nicht. Was sind das für Dinger? Neuartige mobile Waffensysteme mit eigenem Antrieb. Sie erkennen und attackieren automatisch Monster. Die Waffenentwicklungsabteilung hat sich für die Bekämpfung der Genesis-Repliken in Midgar entworfen. Und das ziemlich erfolgreich, wie es scheint. Die meisten Repliken sind aus der Stadt verschwunden. Nicht schlecht. Doch warum greifen die verdammten Blechhaufen dann mich an? Können sie etwa nicht zwischen Monstern und Soldatenkämpfern unterscheiden? Noch nicht. Na toll. Ganz schön nervig. Das Problem wird sicherlich bald mit einem Update gelöst. Ach übrigens, Zhang. Du fällst mir ganz schön auf den Wecker. Du spinierst doch bestimmt wieder hinter Aeris her, oder? Hüllst dich mal wieder in Schweigen, was? Wenn du was von Aeris willst, dann bitte. Ich werde dich nicht aufhalten. Ich tue nur meine Pflicht als Turk. Wie? Ich ja auch. Ich will doch nichts von Aeris. Als Mitglied von Soldat ist es meine Aufgabe, sie zu schützen. Hey, Onkel Soldat, ich habe gehört, dass du einen Blumenbaum bauen willst. Ich werde dir helfen, einen ganz schönen zu bauen. Dann freut sich Aeris bestimmt riesig. Leider ist nicht, was du denkst, Zeng. Das alles nur zu ihrer Sicht. Hey. Oh Mann, ey.
Der Bau eines Blumenwagens. Um einen Blumenwagen zu bauen, braucht es Werkzeug, Holz, Räder und eine Anleitung. Die notwendigen Materialien liegen in Shinra-Gebäude, in Sektor 8 und in Sektor 5 Slums. Aerith wird sich über den Wagen sicher freuen. Lass mal sehen, also wir brauchen noch Werkzeug, Holz, Räder und eine Anleitung. Wir sollten mit dem Werkzeug beginnen. Vielleicht findest du ja hier irgendwo Müll fündig. Da drüben liegt immer nützliches Zeug. So, hier ist ein Bleistift, wo etwas leuchtet. Oh, da liegt was auf dem Boden. Ich schaue es mir genauer an. Na nur, ein Shinra-Helm? Was macht der denn hier? Moment mal, das wird doch nicht einmal unter der Erde. Aber andererseits bin ich schließlich in den Slums. Ansprechen. Wir sollten uns zuerst einmal... Rollball fliegt also hier in der Gegend, sollte sich eine Menge nützliches Zeug finden. Okay, dann schauen wir mal. Hier hinten leuchtet auch noch was orange. Hier. Ah, schau es mir genauer an. Oh! Ah, ein Fotoapparat. Meine alte Zimmerkatze, die hat bestimmt ihre besten Jahre hinter sich. Oh, hier steht etwas eingraviert. Ob das der Name TSENG, wie spricht man das denn aus? Bestimmt gehört das Teil irgend zum Spanner. Oh, das war Facebook. Leute, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, Ice Age hat Facebook. Schaut einfach mal in die Videobeschreibung hier gleich rein. Dann werdet ihr sehen, dass wir Facebook haben. Das schauen wir uns auch genauer an. Hey, na wer sagt's denn? Das scheint brauchbar zu sein. Gebrauchtes Werkzeug einmal erhalten. Cool. Nicht schlecht, Onkel Soldat. Du bist ja ein echter Sperrmüllprofi. Mit dem Werkzeug können wir locker einen Wagen bauen. Wenn nicht gar ein Shinra-Roboter. Als nächstes brauchen wir etwas Holz. Robust sollte es sein, aber trotzdem schön auszusehen. Wo könnte denn hier in der Gegend wohl Holz rumliegen? Ich weiß wo. Auf dem Slum-Markt. Was? Hey, warte! Und weg ist er. Was meint der Holzleger auf dem Markt in den Slums rum? Da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Doch, klar, mit dem Typ hatten wir uns auch unterhalten. Der meint ja von wegen, oh, sei unverkäuflich, bla, nimm deine dreckigen Finger da weg. Mäh. Steh du mir nicht im Weg, du Vogel. E-Mail! So, der Markt war hier, oder? Ja, genau. Dann schauen wir uns die Mail doch mal an. Personalsache. Okay, die unaufgeführten Personen sind im Dienst für die Firma gefallen. Lazard, Soldat Director Holländer, Forschungsmitglied. Ende der Mitteilung. Okay, die sind für tot erklärt worden. Okay. So, der Typ hier mit dem Holz war, glaube ich, auch schon hier der, ne? Oh, guten Tag, der Herr. Lust auf eine Runde, rate die Zahl. Gewinne, bla. Oh, ja, toll. Das ist nicht bereuen. Also eigentlich sind es für dich nur 70. Ein Versuch ist es wert. Okay, das Auge heißt Blitz. Okay, auf jeden Fall. So, auf jeden Fall. Oh, 3. Na, wollen wir mal schauen. Nein! Es war 5. Ich bin so schlecht da drin. Schade. Taschentücher. Na, toll. Kannst du dir dahin stecken, wo keine Sonne scheint. Okay, ich nehm's mit. Hey, lass deine Griffel davon! Aber das Holz lag hier doch einfach rum. Ist es etwa deins? Das liegt hier nicht einfach so rum. Ich hab's so engagiert. Das Kunst, du Banause! Warum brauchst du eigentlich das Holz? Nun, um ehrlich zu sein. Kekse. Ich brauch Kekse. Ah, ich verstehe. Du willst also einen Blumenwagen für ein Mädchen namens Aerith bauen.
Ich bin ein Handwerker aus den Slums in Sektor 7. Nach Sektor 5 komme ich immer nur... Was? Komme ich immer zum Material beschaffen. Nun, ich denke, ich kann dir etwas von meinem Holz abgeben. Wirklich? Das wäre mir eine große Hilfe. Aber nur unter einer Bedingung. Ich arbeite derzeit an einer Bar in den Sektor 7 Slums. Und ich möchte, dass du dir einen Namen für diese Bar ausdenkst. Einen Namen für eine Bar? Genau. Ein Name würde mir dabei helfen, Inspiration für die Gestaltung der Innenräume zu bekommen. Ich habe mir schon wochenlang meinen Kopf zerbrochen, aber ich komme einfach auf nichts, das hip genug klingt. Hast du vielleicht eine Idee für einen Barnamen? Klar, Tausende. So, ich glaube Siebter Himmel. Schildkrötenparadies. Nein, Bar der Sol, nein. Der Siebte Himmel. Ein Stück Paradies in Sektor 7. Siebter Himmel. Einfach aber mit Potenzial. Ja, ich sehe es klar und deutlich vor mir. Ein junges Mädchen sollte an der Theke bedienen. Ganz meine Meinung. Ja, mit ordentlich Holz vor der Hütte und Bein bis zum Mond. Eine richtig heiße Braut halt. Ich sehe schon, wir verstehen uns. Und unter dem Schankraum gibt es einen gut verborgenen Keller. Ein geheimer Unterschlupf. Na, Leute? Hä? Kommt es euch bekannt vor? Wäre die perfekte Basis für eine Anti-Shinra-Organisation. Würde den Slums gut stehen, findest du nicht? Ich bin Mitglied von Shinras Soldat, du Scherzkeks. Naja, der Name ist auf jeden Fall große Klasse, ein wahrer Quell an Inspiration für die Bar. Ich bin dir äußerst verbunden und als Zeichen meiner Dankbarkeit solltest du das versprochene Holz erhalten. Altes Holz! So, damit wäre auch das Holz in unserem Besitz. Ich wusste zwar noch, dass es irgendwo hier rumliegen musste, aber wo hatte ich vergessen? Das sieht ja schon ganz gut aus. Als nächstes brauchen wir Räder. Wo finden wir die? Räder, Reifen, Autos. Ja, in der... Nicht in der Loveless-Chaussee, auf jeden Fall in Midgar-Stadt. Hey, renn doch nicht schon wieder weg! Einfach weg. Stand irgendwo ein Auto rum? Ich meine... Bahnsteig. Ich meine, das wäre irgendwo... Hier ist der Junge doch, oder? Oh, vor der MK392 war die... Blablabla. Oh, ja, ist ja... Total Wayne. Juckt nobody, if you know what I mean. Ja, schon wieder. Nerv mich doch nicht. Überall E-Mails! E-Mails! E-Mail. So, was wandelt in der Kommandohierarchie? Zack, wo bist du wohl im Moment? Das heißt, Director Lazard sei gestorben. Wie schade. Er war so ein lieber Mensch. Ich bete, dass es ihm gut geht, wo immer er auch sein mag. Wer jetzt wohl die Leitung von Sadat übernimmt? Unsere Zukunft ist mehr als ungewiss. Ich habe mich oft gefragt, wem ich in solch unsicheren Zeiten folgen sollte, aber natürlich liegt die Antwort auf der Hand. Wem anders als dir, Zack? Dein frohes Gemüt ist in Wirren wie diesem genau das, was Soldat braucht. Und ich werde dir immer treu ergeben sein. Ja, ist ja schön. Ach, muss ich das echt vorlesen? Holländer hat doch diese Repliken angefertigt und auf Shinra losgelassen, nicht? Und weißt du was? Das Ganze soll Soldat gefördert haben. Die sich unterschlang von Firmengeldern. Das Motiv der beiden soll Rache an Shinra gewesen sein. Bei Holländer kann ich das ja verstehen, aber Lazard, für sein Alter war er schon unglaublich weit die Karriereleiter rauf und er hat außerdem immer einen sehr rechtschaffenden Eindruck auf mich gemacht. Warum soll er Groll gegen die Firma hegen? Obwohl, einmal hatte er in einer Runde mir was über Verbitterung geschrieben. Karriere hin oder her, der Sohn des Präsidenten wurde schließlich unlängst zum Vize ernannt. Ob Director Lazard auch auf diesem Posten aus war? Man munkelt. Oh, wir können uns mal eben hier gegen... Machen wir so. Mir stumm mal eben wegmachen. Ich meine... Aber wo war das? Nein. Nein. Sprech mal mit dir. Ich hab die Munds... was? Ach so. Schöne Armer. Was Armer waren mir das? Das waren stinknormale Monster, nicht die geringste Herausforderung. Pah, ihr Shinra-Deppen werdet es wahrscheinlich nie kapieren, aber der Planet schwebt in höchster Gefahr.
Bist du etwa ein Mitglied von dieser Avalanche-Gruppierung, von der seit kurzem mal jeder redet? Hey, wirf mich nicht in einen Topf mit diesen Idioten. Sie sagen, sie kämpfen für den Planeten, doch ihr Mittel ist Mord. Das macht sie kein Deut besser als Shinra. Also hör mal, jetzt reicht's mir aber langsam. Denkst du, du stehst über allem? Ich tue doch auch was. Ich bin ein Mitglied von Soldat, ein Beschützer dieser Welt. Das willst du doch sagen, oder? Es ist mir völlig egal, gegen wen und wie ihr kämpft. Doch niemand von euch registriert, wie krank dieser Planet eigentlich ist. Und das ist die wahre Bedrohung, der sich unsere Welt ausgesetzt sieht. Also, wie wirst du diese Ignoranz bekämpfen? Gar nicht. Ich glaube, das wird uns auch nochmal irgendwas einbringen. Ich weiß, dass hier irgendwo ein Auto steht. Ich muss nur herausfinden, wo. Ich weiß nicht, ob das gemeint ist. Kann natürlich auch sein, dass das nicht gemeint ist. Ich muss auf jeden Fall da an dem Brunnenvorplatz, glaube ich, geradeaus weiter. Und dann ist das auf der linken Seite. Loveless Chaussee. Hier können wir auch nochmal eben mit dem Dingsbums-Kirchenzieher quatschen. Nun ist es also endgültig. Unsere Kräfte reichen nicht, um dich zu bezwingen. Wieso war es uns bloß nicht möglich, über Soldat zu triumphieren? Warum hast du Soldat eigentlich so? Schließlich gehören wir beide zu Shinra. Wir sollten Seite an Seite kämpfen. Verstehe. Du bist dir wohl zu gut, um mit einem Mitglied von Soldat zu sprechen, was? Ich wollte die Moral meiner Männer durch einen Sieg gegen Shinra heben. Die Fähigkeiten eines einfachen Infanteristen sind nichts im Vergleich zu denen eines Soldatkämpfers. Solange es Soldat gibt, brauchen wir uns nicht groß anzustrengen. Das sagen jedenfalls meine jungen Kadetten immer. Und denen wollte ich beweisen, was es heißt, Midgar ehrenvoll zu verteidigen. Doch vermutlich bleibt mir nichts anderes übrig, als sie unumstößlich weit anzuerkennen. Ob Sicherheitsabteilung oder Soldat, das spielt doch gar keine Rolle. Uns beiden ist daran gelegen, Midgar zu schützen. Du hast dich genug aufgeplustert, eingebildeter Soldatschnösel. Du brauchst mir nicht vorzuhalten, was ich schon selbst lange erkannt habe. Ah ja, ist ja schon gut. Ich habe Besseres zu tun, als meine Zeit mit dir zu vertrödeln. Die Pflicht ruft. Ach übrigens, ich habe dich nie nach deinem Namen gefragt. Zack, Rang 1 Soldat. Zack, diesen Namen werde ich mir merken. Der Handwerker 1 erhalten. So, das ist eine der Sachen, die wir brauchen für den hübschen Wagen. Bla, keine Ahnung.